Eine BE ist die sogenannte Broteinheit und ist definiert als eine Menge an Kohlenhydraten, die den Blutzuckerspiegel um einen bestimmten Betrag steigen lässt. Die ist aber out. BEs werden nicht mehr verwendet. Er sollte das Produkt nicht danach auswählen, was auf dem Produkt draufsteht an BE oder Kalorien, sondern er sollte eine ausgewogene Ernährung, die wie schon gesagt kohlenhydratarm sein sollte, wählen und die nicht wesentlich über dem, was er als durchschnittlicher Deutscher verbraucht, liegt. Er braucht eigentlich die Inhaltsstoffe insofern nur anzuschauen, wie viel Kohlenhydrate sind da drin. Nicht so viel Gedanken machen, nicht lesen und auf die Packung schauen, was da draufsteht, das ist meistens Werbung. Da würde ich mich nicht drauf verlassen, sondern immer den Grundsatz eiweißreich, auf Fette, auf gesunde Fette achten, wie zum Beispiel Olivenöl oder Rapsöl oder was auch immer, und wenig Kohlenhydrate. Das ist sehr simpel. Mhm.